Also, hallo, guten Abend an alle da draußen. Schön, dass ihr da seid, heute zu Stretch und Relax, eine Beweglichkeitseinheit mit viel Mobilisation, mit viel Dehnung, mit ein bisschen Entspannung, mit ein bisschen Atmung. Ich mache auch noch ein bisschen Musik gleich dazu an. Für die, die jetzt noch dazugekommen sind, es würde euch helfen, wenn ihr ein oder zwei Kissen habt. Es muss nicht, aber es hilft. Ihr könnt die Einheit komplett barfuß machen oder auch Socken. Ihr braucht keine Schuhe. Ja, also zieht eure Schuhe aus, damit ihr besser eure Füße spürt und besser die Füße bewegen könnt und auch wahrnehmen könnt. Bei allen Übungen gleich gilt, macht so viel, wie euch gut tut. Ja, also ich stelle die Übung vor und ihr macht immer so lange und so in so großen Bewegungsradien mit, wie das für euch okay ist. Ich gebe auch immer leichte Differenzierungen, wie man es einfacher, wie man es schwerer machen kann. Wichtig ist mir aber, dass ihr euch nicht pusht, sondern dass ihr immer eine Position einnehmt, in der ihr euch wohlfühlt, wo ihr das Gefühl habt, ah, das ist ein angenehmer Dehnreiz, das kann ich gut aushalten. Ihr könnt jederzeit aus der Position rein und wieder rausgehen. Macht es so, wie das für euch angenehm ist. Ja, es ist eine Wohlfühlstunde. Ich mache jetzt ein bisschen Musik dazu. Dann spreche ich ein bisschen lauter. Sucht euch einen Platz, entweder auf eurem Teppich oder auf einer Matte oder einfach so auf eurem Boden und stellt euch erstmal hüftschmal auf. Ja, genau. Findet mal eine gute Position und spürt mal in eure Füße. Wie steht ihr heute? Wie fühlen sich die Füße an? Und verlagert dabei mal ganz bisschen von rechts nach links, sodass ihr eure Füße wahrnehmen könnt. Großzehballen, Kleinzehballen, Ferse. Pendelt in die Mitte ein und verlagert mal ein bisschen vor und zurück. Nur ganz bisschen hineinspüren. Und dann findet euch auch jetzt in der Mitte ein. Lasst mal die Knie ein bisschen weich werden, so als würde euch jemand hinten kitzeln. Holt das Becken ein bisschen zu euch rein, lasst die Schultern locker. Und wir fangen an, den Oberkörper zu drehen und die Arme schlackern dabei so um den Körper rum. Ja, die reagieren auf die Drehung. Sodass wir langsam in Bewegung kommen. Weil auch zum Dehnen müssen wir ein bisschen vorgewärmt sein. Ich werde immer die Bereiche, die wir beanspruchen, werde ich vorher ein bisschen mobilisieren und ein bisschen anwärmen und dann gehen wir in die Dehnposition. Jetzt nimmt mal den Ellenbogen angewinkelt, sodass er einmal oben auf eurem Brustkorb schlägt und einmal hinten auf eure Hüfte. Und spürt mal die Resonanz im Körper und wo der Arm anschlägt. Das sind Bewegungen aus dem Qigong. Sie aktivieren unser Qi, bereiten uns vor. Dann lasst die Arme wieder ein bisschen sinken, ein bisschen rumschlagen. Und dann nehmt ihr sie auf Schulterhöhe oder etwas darunter. Und ihr kennt die Bewegung, wenn ihr aus dem Aufwärmen oder wenn ihr euch vorbereitet zum Spiel, dass man ein bisschen den Rumpf vorbereitet. Dann gehen die Arme wieder runter, schlackern nochmal und ihr werdet kleiner und lasst euch ausschwingen. Die ersten drei Übungen sind für den Brustkorb und deswegen schwingen wir mal ein bisschen die Arme nach oben und nach hinten durch. Ja? Schwingt mal groß nach oben und nach unten. Und dabei gehen die Daumen schon mal. Hinten oben nach hinten, schwingen, lösen, schwingen, lösen. Jawohl, noch zwei. Jetzt gehen wir in ein Y und wieder zurück. In ein Y und wieder zurück. Noch zwei. Und bleiben wir oben, halten hier das Y und jetzt schiebt ihr die Daumen hinter den Körper. Zieht das Kinn ran, zieht den Bauchnabel rein und halten. Weit öffnen. Die Schultern sind weg von den Ohren und halten.
Spannung halten. Brustkorb öffnen. Bauchnabel bleibt drin. Knie sind weich. Atmen, hineinspüren. Seid aufmerksam und spürt in den Bereich, der jetzt gedehnt wird. Und dort, wo ihr halten müsst, Kraft aufwenden müsst. Und langsam ziehen wir die Ellenbogen nach unten und kommen in das W. Ja? Hier ist jetzt wichtig, dass die Ellenbogen vorne bleiben und ihr mit Kraft nach hinten drückt. Wieder geht das Kinn ran, Spannung halten. Knie weich. Bauchnabel ist drin. Gleichmäßig atmen. Die Atmung ist die Qualität fürs Wohlfühlen. Atmet in den Dehnungen bewusst aus. Und ihr spürt, wie nach einer bestimmten Zeit sich die Dehnung noch ein bisschen verstärken lässt. Und dann kriegt die Ellenbogen noch weiter zurück, aber bleibt mit den Knochen und Ellenbogen Gelenken vorne. Jetzt schieben wir die Arme nach außen ins T, drehen die Daumen ganz zurück und versuchen so weit wie möglich nach hinten zu öffnen. Achtung, hier wieder nicht ins Hohlkreuz gehen, zieh den Bauchnabel rein und zieh die Arme zurück und halte so weit wie es geht hinten. Und atmen. Und denk wieder dran, wenn es euch zu lange in einer Position ist, es irgendwo wehtut, geht aus der Position kurz raus und baut sie neu wieder auf. Ja, macht immer so viel, wie für euch gut ist. Aber versucht auch mal eine längere Zeit mit einer Dehnung zu halten und den ganzen Körper aufgerichtet zu lassen. Sehr schön. Dann ziehen wir die Arme ran in das L. Das ist jetzt die letzte Rumpfpositionenhaltung. Und hier drücken auch wir den Daumen nach außen und wir haben die Oberarme fest angeklemmt an den Körper und rotieren so weit nach außen, wie wir können. Und wieder haltet ihr das Becken vor und entspannt. Schultern weg von den Ohren, atmen. Kinn ist drin, leichtes Doppelkinn und lösen. Ja. Jetzt nehmt ihr die Hände hinten am Rücken zusammen, bringt die Arme weg vom Körper und nehmt den Kopf langsam nach oben in die Streckung. Seid vorsichtig und dann zieht ihr die Arme nach unten und streckt das Kinn schräg nach oben. Ihr merkt schon, durch mein Sprechen, ihr habt eine starke Dehnung vorne an der Halsmuskulatur. Wichtig ist, dass ihr die Hände entgegengesetzt nach unten in den Boden schiebt. Kein Hohlkreuz machen, Becken rein und spürt die Atmung. Jawohl, lösen. Auch die Arme mal spüren, bewegen, durchbewegen. Schleckt mal einen Arm nach dem anderen nach oben. Flex die Hände. Handgelenk mal abkippen, sich ganz lang machen und aus. Sehr gut. Und noch. Wir gehen jetzt zu dem Rumpf über und ihr kommt in eine Vorbeuge. Das heißt, wir gehen mit dem Kinn zuerst runter, beugen die Knie leicht, lassen uns Wirbelsäule runtergleiten und ihr geht bitte nur so weit, wie euch angenehm ist. Nehmt dann die Fingerspitzen an die Innenseiten der Oberschenkel und streicht wieder nach oben hoch. Die Hände kommen hinten auf den Rücken, Ellbogen zusammen und wir neigen uns leicht nach hinten. Ihr drückt bitte das Becken nach vorne und nicht ins Hohlkreuz gehen. Becken drückt vor, Oberkörper neigt sich leicht zurück. Wir rollen wieder nach vorne und rollen uns Wirbelsäule runter. An die Füßen entlang, Innenkante wieder hoch.
drücken die Hände hinten in den Rücken und schieben das Becken nach vorne und neigen uns mit gebeugten Knien so weit zurück, wie uns angenehm ist. Kommen wir dann nach vorne, rollen wieder tief, Innenseite, Hände an den Rücken und schieben nach vorne, weit nach hinten neigen. Letztes Mal. Jetzt bleiben wir unten. Knie so weit beugen, dass ihr eure Füße greifen könnt. Unter eure Füße runtergreifen. Kopf hängen lassen, ganz entspannt. Knie beugen, einatmen. Und beim Ausatmen ein Knie strecken. Wieder beugen, einatmen. Und das andere Knie strecken. Einatmen. Und beugen. Wenn ihr nicht unter die Füße greifen könnt, dann stützt ihr euch an den Oberschenkeln ab und macht das Gleiche, indem ihr an die Oberschenkel bleibt. Mit der Einatmung beugen und beim Strecken ausatmen. Immer im Wechsel. Beide Knie beugen, nochmal hängen lassen. Und jetzt versucht ihr, mit dem Kopf weiter in Richtung Knie zu kommen. Und streckt einmal die Oberschenkel, soweit es euch angenehm ist. Ihr seht bei mir, ich habe auch eine leichte Beuge. Ihr müsst nicht durchdrücken. Ja? Leichte Beuge und versucht einfach euch hier den Rücken hochzuziehen, den Rücken nach oben zu bringen. Und lösen Wirbelsäule aufkommen. Jetzt haben wir die Wirbelsäule nach vorne und nach hinten gearbeitet. Jetzt neigen wir uns nach rechts. Halten hier. Und guckt mal, wie weit ihr hier mit der Hand kommt. Dann gehen wir wieder zurück. Spüren kurz nach. Und wir rollen wieder nach rechts und schaut mal. Normalerweise kommt man beim zweiten Mal schon viel weiter. Halten hier. Und gehen wieder zur Mitte. Und noch einmal ganz tief. Halten. Im Becken macht ihr nichts. Ihr knickt hier aus dem Hüftbereich heraus. Und ein letztes Mal. Ja, ihr schiebt nicht das Becken hier zur Seite. Das bleibt ganz gerade. Und spürt hier in den Knick und hier die Dehnung hinein. Wir nehmen den Arm mit rüber. Und lösen. Sehr gut. Kurz durchbewegen, andere Seite schieben auf die Seite. Spürt mal, wie weit kommt ihr hier, wie weit gehen die Finger. Bei mir komme ich hier so ans Knie. Spürt hinein in die seitliche Dehnung. Lasst den Kopf auch zur Seite. Kommt wieder hoch. Einmal ein- und ausatmen und ihr geht wieder zur Seite und versucht ein Stück weiter zu kommen. Meistens kommt man so ein paar Millimeter weiter. Das ist einer dieser Dehnübungen, dieser Dehnpraxis, dass ich mehrmals in eine Dehnung gehe, nachdem ich ein bisschen gehalten habe. Und ich komme beim zweiten und dritten Mal tiefer oder weiter als beim ersten Mal. Wir sind jetzt schon beim dritten Durchgang hier auf die Seite. Versuche mit den Fingern noch ein bisschen lockerer nach unten zu kommen und komme wieder hoch. Letztes Mal. Und nimm den Arm nochmal drüber. Schieb nicht das Becken raus. Bleib mit dem Becken drin. Es ist nur eine Seite, wie so eine Bogenlampe der Wirbelsäule. Kopf hängen lassen. Und lösen. Ja, Beine bewegen. Um jetzt die Wirbelsäule ein bisschen zu lockern, heben wir die Knie im Wechsel oben hoch. Dadurch bewegt ihr im Becken. Noch vier. 3, 2 und wir halten mal rechts oben und umklammern unser Bein und bewegen mal vorne den Fuß. Einfach mal rauf und runter bewegen. Genau. Wir machen uns nämlich jetzt schon bereit für die nächste Dehnung, für den Soleus und den Gastrocnemius, also den ganzen Unterschenkel und Hüftbereich. Lassen locker und schwingen das Bein ein paar Mal vorsichtig durch. Einfach ein bisschen vor- und rückschwingen. Aus der Hüfte, locker vor und zurück. Genau. Und lösen.
Wir ziehen das andere Knie hoch, fassen es und bewegen den Fuß ganz anziehen und ganz nach unten. Genau. Haben wir unser Fußgelenk vorbereitet? Sehr gut. Noch zwei. Und lösen. Und schwingen auch das Bein mal vor und zurück. Wenn ihr den Stuhl habt, könnt ihr euch festhalten oder am Tisch oder an der Wand. Super ist das auch, wenn man das am Treppenrand macht, dann kann man das Bein richtig schön neben der Treppenstufe schwingen lassen. Ja, sehr gut. Zählt euch die nächste Dehnung von der Seite. Ihr setzt den rechten Fuß einen Schritt nach hinten. Wir beugen das hintere Knie. Ihr kennt das, die Dehnung ist jetzt hier von der Achillessehne aus. Ihr haltet, nehmt den gleichen Arm und dreht ihn nach hinten auf und nehmt ihn runter und schaut über den Arm nach hinten. Halten. Dehnung unten, Ferse ist fest im Boden und atmen. Und hinein spüren in die Dehnung in der Wade und hier oben im Brustkorb und Kopfbereich. Super. Vorsichtig lösen. Jetzt bringen wir den rechten Fuß ganz zurück und drücken erstmal die Ferse nach unten runter in den Boden. Wichtig ist jetzt, dass ihr wirklich die Wade spürt. Wenn ihr die Wade noch nicht spürt, versucht mal die Ferse tiefer zu drücken oder das Bein vorne ein bisschen weiter nach vorne zu nehmen. Das Becken bleibt aber gerade vorne und eure Fußspitzen zeigen gerade nach vorne in eine Richtung. Tief drücken, wir nehmen wieder den Arm, drehen ihn nach hinten auf, folgen mit dem Kopf, folgen mit dem Brustkorb, gehen ein bisschen tief und versuchen mit dem Kopf nach hinten unten zu schauen. Und drückt gleichzeitig die rechte Ferse fest in den Boden. Halten. Und lösen. Vorsichtig auflösen. Wir wechseln den Fuß. Linker Fuß nach hinten. Kleine Schrittstellung. Beide Füße zeigen gerade nach vorne. Hinteres Knie und vorderes Knie beugen. Spüren, dass es zieht an der Achillessehne hinten, sonst müsst ihr den Schritt vielleicht etwas verkleinern. Schön tief sinken. Becken gerade. Arm nach vorne, weit nach hinten. Nach unten. Und mit dem Blick über die Schulter nach unten und halten. Atmen. Hineinspüren in die Dehnung. Bewusst ausatmen. Und lösen. Wir setzen den Fuß weiter zurück. Wir kommen in die Wadenbewegung. Bevor ihr den Oberkörper dreht, erstmal hinten die Ferse tief in den Boden hineindrücken. Ja? Bei jedem ist der Ansatz des Muskels unterschiedlich. Jeder muss seine eigene Position finden. Und erst wenn ihr merkt, es zieht in der Wade, kommt ihr mit dem Arm nach hinten, neigt euch zurück, bleibt aber am Knie durchgedrückt hinten und drückt die Ferse runter und schaut über eure Schulter nach hinten unten. Ferse runter, Ferse runter. Atmen. Kopf mehr. Und lösen. Ja. Super. Bisschen bewegen. Wir kommen jetzt schon runter auf den Boden. Ich nehme meine Kamera etwas tiefer, dann könnt ihr mich ein bisschen besser sehen. Nehmt euch schon gleich ein oder zwei Kissen zur Hilfe. Wir stellen den rechten Fuß auf und das linke Bein ist genau 90 Grad linke von der Hüfte aus und wir rollen erstmal nur die Hüfte vor und zurück.
Versucht mal die Hüfte nach vorne aufzurollen und zurückzurollen. Jetzt haltet ihr die Hüfte vorne. Es sollte schon hier ein bisschen ziehen. Drückt vorne den Fuß in die Matte. Ich zeige es euch mal gerade so rum, weil ich jetzt die... Der Arm, wo das Bein vorne ist, kommt nach oben und neigt sich zu der Seite, wo das Bein aufgestellt ist. Und der andere Arm kommt dazu und dieser Arm geht hoch und tief. Und ihr habt weiterhin das Becken vorne. Den Fuß fest in die Matte gestellt, neigt euch zur Seite und hebt den Arm hoch und ab. Hoch und ab. Zwei noch. Jawohl. Sehr gut. Lösen. Die Kissen auf die andere Seite. Die Arme kommen wieder hoch und wir neigen uns zu der Seite und gehen mit den Händen auf die Kissen und neigen uns ganz rüber. Ich zeige es euch ein bisschen drum, ihr könnt es ein bisschen besser sehen. Kommt nach vorne rund und jetzt nach hinten oben zurück und klappt den Arm auf. Und wieder nach vorne rund und nach hinten oben und klappt den Arm auf. Lasst hinten auch die Finger runterfallen und spürt in den ganzen Körper und in den Bereich, wo es dehnt. Und klappt wieder auf. Letztes Mal. Und klappt wieder auf. Sehr gut. Richtet euch wieder auf seitlich. Ihr bringt jetzt das Bein, was vorne ist, zur Seite. Und stellt die Fußspitze gerade nach vorne. Arme zur Seite. Ja. Neigen wir uns einmal zum Bein. Wichtig ist jetzt hier, dass ihr das Becken vorne lasst. Wenn das Becken nach hinten geht, kommt keine Dehnung in die Beininnenseite. Und halten. Hier ist gleichzeitig Stabilität und Flexibilität gefragt. Jetzt gehen wir über die Seite zur anderen Seite rüber, stützen uns ab, heben das Bein. Erstmal Stabilität, dann beugen wir hinten den Fuß, greifen den Spann und ziehen den Unterschenkel nach hinten. Versucht die Ferse zum Gesäß zu ziehen und zu halten. Atmen. Streckt das Bein wieder aus, Arm nach oben, Fuß ab, kommt wieder hoch. Das Bein, was zur Seite war, kommt nach vorne. Ihr könnt euch ein Kissen unter das hintere Knie legen. Und jetzt kommt ihr mit dem Oberkörper vor in die Dehnung für den Iliopsoas. Hier bleiben wir nämlich jetzt ein bisschen länger. Hände sind innen. Becken streckt sich nach vorne durch. So. Immer dieses Gerutschen und Geruckel, bis damit man gut gesehen wird hier. Ich hoffe, ihr habt einen guten Blick jetzt auf meine Hände. Lasst die Hüfte immer tiefer sinken, mit jedem Ausatmen weiter nach unten sinken. Ihr könnt gerne, wer kann, kann hier tiefer gehen. Wer nicht so tief kann, nimmt die eine Hand hoch und stützt sich auf den Oberschenkel ab. Ja? Nehmt die Position, die ihr wirklich gut halten könnt und wo die Dehnung hier sich verstärkt. Atmen, atmen, atmen. Jetzt setzen wir den vorderen Fuß etwas weiter nach außen, drehen das Knie auf. Knie auf. Und schauen auf die Seite zum Bein. Dadurch verändert sich nochmal die Stellung für die Hüfte. Ja? Ich schaue da diagonal nach oben, drücke mein Knie nach außen, komme auf den Außenrand meines Fußes und halte.
Und lass die Hüfte noch tiefer sinken. Und atmen, genießen. Vorsichtig auflösen und zurücklehnen. Nehmt eure Kissen auf die andere Seite und wechselt jetzt den anderen Fuß nach vorne. Wir fangen erst wieder hier in der geraden Position an und rollen nur das Becken vor und zurück. Rollen das Becken vor und zurück. Nur das Becken, zeigt es euch so rum. Vor und zurück. Dann vorne halten, vorne den Fuß fest in die Matte drücken. Beide Arme nach oben, zum geschlossenen Bein zur Seite neigen. Drehe ich wieder um, dann könnt ihr das wieder sehen. Und das, der untere Arm geht zum Arm oben. Und ihr drückt weiter das Becken nach vorne und drückt vorne mit der Ferse in den Boden. Vier noch. Und der letzte. Drehe gleich zur anderen Seite. Da habe ich jetzt meine Kissen. Stütze mich ab. Mach mich rund nach vorne. Und öffne mich weit nach hinten oben. Und lass hinten die Finger fallen. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Ich sehe nämlich nicht. Und rund machen. Einrollen. Aufrollen, weit nach hinten öffnen, den Arm richtig durchfallen lassen und die Finger runter. Und wieder nach vorne. Sieht man gut, Ele. Und auch danke, Sabine. Ein letztes Mal. Rund. Und auf. Sehr gut. Zurückkommen. Das Bein, was vorne ist, geht zur Seite. Fußspitzen nach vorne. Becken bleibt vorne. Ich neige mich zum Bein und halte hier. Becken vorne, das ist wichtig. Wenn es hier ein bisschen klemmt in der Hüfte, zieht euch nach oben raus. Und wir gehen ganz rüber zur anderen Seite. Stützt uns ab und nehmt das Bein hoch. Haltet, wir finden Balance. Beugen den Fuß, greifen mit der Hand den Spann, ziehen die Ferse zum Po, halten den Oberschenkel auf Hüfthöhe und atmen. Lösen auf, setzen den Fuß wieder ab, kommen gleich hoch mit den Armen. Das Bein kommt nach vorne, ihr könnt ein Kissen unter das Knie legen und das hintere. Schiebt weit mit dem Fuß nach vorne, streckt die Hüfte und setzt die Hände vorne neben den Fuß. Ich zeige es euch wieder von der Seite. Wichtig ist, dass die Hüfte runterfällt. Die Hüfte will in Richtung Boden. Lasst die Schwerkraft wirken und entspannt euch dabei. Wer gut gedehnt ist, geht hier gerne tiefer. Wer nicht so gut gedehnt ist, geht bitte etwas höher, sodass ihr wirklich entspannen könnt in der Hüfte. Es nützt mir nichts, wenn ihr hier ganz unten seid und das Becken ist da oben. Und in die Dehnung hineinatmen. Und wenn sie vielleicht ein bisschen nachlässt, also wenn die Spannung nachlässt, ein bisschen mitgehen. Wir setzen den Fuß etwas nach außen, drehen ihn auf den Spann, also auf den Außenriss, stützen uns mit der Hand dagegen und schauen über das Knie nach oben. Lasst die Hüfte fallen, geht tief runter. Wer nicht auf der Außenseite halten kann, der bleibt auf dem ganzen Fuß. Macht nur so viel, wie euch angenehm ist. Und löst wieder auf.
Sehr gut. Beide Beine zurück. Ihr kommt in den Vierfüßlerstand. Das heißt, ich setze, wie rum machen wir es am besten? Die Hände genau unter den Schultern, die Knie genau unter die Hüfte, Fingerspitzen gerade nach vorne. Und wir kommen erstmal in einen runden Rücken. Und hier oben zieht ihr den Bauchnabel noch weiter ein, lasst den Kopf entspannt hängen und drückt die Hände nach unten in die Matte, sodass ihr richtig gewölbt seid. Und dann langsam Wirbel für Wirbel umgekehrt. Geht bitte nur so weit, wie euch angenehm ist. Und dann wechselt ihr in eurem Tempo zwischen den beiden Positionen hin und her. Und bleibt bitte mit der Aufmerksamkeit bei der Bewegung. Wo kommt die Bewegung her? Kommt sie aus dem Kopf? Kommt sie von der Hüfte? Spürt mal der Bewegung der Wirbelsäule hinterher. Noch einmal. Und gerade machen. Aus dieser Position zieht ihr den Bauchnabel etwas rein und lasst euch nach vorne sinken. Die Hüfte runter. Wichtig ist, nicht ins Hohlkreuz gehen. Ja, Bauchnabel etwas drin lassen. Hüfte runter. Wenn vorne die Hände nicht wollen, dreht sie nach außen, ja, dann ist es für das Handgelenk etwas angenehmer, oder auf die Faust. Und halten. Ihr könnt noch ein bisschen intensivieren, indem ihr den Kopf hebt. Achtet aber darauf, dass ihr nicht ins Hohlkreuz geht, sondern dass die Hüfte runterfällt. Lösen und schiebt den Po nach hinten auf die Fersen zurück. Gegenbewegung. Und lasst den Po tief sinken. Atme bewusst ein und aus. Wenn ihr hier tief einatmet, merkt ihr, wie sich der Rücken ausdehnt und beim Loslassen ihr tief sinkt. Wir kommen nochmal hoch über den Katzenbuckel. Lassen uns wieder nach vorne sinken und ziehen das rechte Knie seitlich an. Und halten. Po entspannen, aber Bauch ein bisschen nach innen ziehen. Hüfte sinken lassen. Schieben das Bein zurück, ziehen den Bauch nach innen, drehen die Knie etwas auf und kommen mit dem Po zurück. Kommen über den Katzenbuckel wieder hoch, Knie wieder zusammen, Becken wieder nach vorne sinken lassen, anderes Knie seitlich anziehen und halten. Und nochmal zurück und den Po nach hinten auf die Fersen und entspannen. Tief durchatmen, mit jedem Ausatmen etwas tiefer sinken. Kommen wieder hoch über den Katzenbuckel und widmen uns jetzt den Unterarmen. Das brauchen wir beim Bett mit ihr auch sehr stark, die Unterarme. Ihr dreht jetzt die Finger zu euch hin, ganz rum, über außen. Ja, Daumen zeigt nach außen. Ne? Von hier, Daumen nach innen, Daumen nach außen. Wenn ihr hier schon was merkt, also bei mir sieht das jetzt so aus, wenn ihr hier schon was merkt, ist gut, wenn nicht, zieht ihr mit dem Oberkörper einfach nach hinten zurück. Ich bin hypermobil in den Ellenbogen, deswegen komme ich relativ weit nach hinten. Das muss nicht bei jedem so sein, okay? Und halten. Sollte hier vorne ziehen, am Unterarm. Das kann man auch sehr schön auf einer Tischplatte machen. Vor allen Dingen, wenn man viel mit der Maus arbeitet.
und atmen, 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 atmen. Langsam lösen. Jetzt nehmen wir die rechte Hand und drehen sie genau umgekehrt ein, sodass die Arme vom Handrücken, der Unterarm, nach vorne zeigt. Der Daumen ist innen. Ich lege die andere Hand rein und ziehe wieder zurück. Ich zeige es mal von hier. Ich bin so gewesen. Ich drehe ein. Daumen ist innen. Drücke das Handgelenk runter. Nehme die andere Hand rein und ziehe wieder zurück. Jetzt zieht es vorne. Ja? Man sagt so schön den Tennis-Ellenbogen. Tennisarm. Das ist der Bereich hier. Und auslockern. Andere Hand, ne? Also ich habe von hier einfach umklappen. Handgelenk runterdrücken, Hand rein, Ellbogen durchdrücken, Oberkörper zurückziehen. Dehnung für Unterarm, Vorderseite. Und halten. Ellbogen nach vorne drücken, Handgelenk abknicken, Oberkörper zurückziehen und atmen. Sehr gut, und lösen. Wir kommen in Bauchlage. Kommen ein bisschen näher. Wir ziehen das rechte Bein hoch, fassen mit der Hand wieder an den Spann. Ihr kennt die Bewegung. Knie bleiben parallel nebeneinander. Wir drücken aktiv das Becken nach unten. Andere Hand kann unter den Kopf und halten. Das hatten wir ja schon, aber wir machen jetzt noch eine Variante. Ihr drückt jetzt mit dem Spann in eure Hand und mit der Hand gegen den Spann. 21, 22, 23, lösen und zieht dann das Bein nochmal höher. Mit der Ferse nochmal näher zum Po. Ihr müsst ein ganzes Stück weiterkommen. Wenn ihr noch nichts gemerkt habt, wiederholt es einfach nochmal. Mit dem Spann gegen die Hand, mit der Hand gegen den Spann drücken, damit einmal lösen und ranziehen. Becken rückt runter. Und absinken. Wir wechseln zur anderen Seite. Erstmal nur so halten. Sich merken, wie weit man gekommen ist. Und dann drückt ihr mit der Hand in den Spann und mit dem Spann in die Hand. Das ist die nächste Dehntechnik. Und dann lösen und weiter ranziehen. Man kriegt dadurch die Unterschenkel viel weiter in Richtung Gesäß. Manchmal hebt sogar das Knie hinten ein bisschen ab. Könnt ihr das ruhig nochmal machen. Mit der Hand in den Spann, mit dem Spann in die Hand. Locker lassen, runterdrücken. Hineinspüren in die Dehnung. Bleibt immer bei eurem Körper, mit dem Geist. Macht es nicht nur technisch, sondern spürt richtig nach. Und lösen. Ja. Die Arme links und rechts neben den Körper in U-Halte. Das rechte Bein kommt wieder hoch und dreht sich über das linke auf. Ja, zurückrollen. Unterschenkel, andere Seite, dreht sich auf. Über den, kennt ihr? Das ist der Skorpion. Nochmal die Seite wechseln. Rechter Unterschenkel, rüberdrehen, Oberkörper geht leicht mit, öffnet sich, Fußspitze versucht, neben den Körper zu tippen. Und die andere Seite. Je mehr ihr mit dem Brustkorb liegen bleibt, umso mehr habt ihr auch noch eine Dehnung für euren Brustkorb. Wechselt einfach nochmal die Seiten zweimal malen. Und lösen. Dann dreht ihr euch einfach auf die Seite, Blickrichtung zu mir. Zieht das untere Knie an und das obere Bein hebt ihr. Das bringt ihr jetzt weit nach vorne, legt es ab. Da kann man sich auch ein Kissen hinlegen, wenn man möchte. Und der andere Arm dreht auf nach hinten, so weit wie ihr könnt.
Und der Arm, wichtig auch wieder, die Finger klappen nach hinten unten ab. Jetzt kommt erst der Arm zurück. Das Bein wird gehoben. Ich bringe das Bein weit nach hinten und lege den Arm entgegengesetzt weit nach vorne. Zieht euch diagonal auseinander. Und dann wieder erst den Arm heben, das Bein geht nach vorne weiter, soweit ihr könnt, und der Arm nach hinten und klappt mit der Hand um. Das ist auch nochmal gut für den ganzen Oberarm, für die Schulter, Brustkorb. Und einatmen, hoch, ausatmen, wechsel nach unten. Einatmen, hoch, ausatmend nach hinten. Einatmen, hoch, ausatmen, nochmal nach vorne. Letztes Mal. Und zur Mitte zurück. Drückt euch seitlich hoch und wir kommen zur anderen Seite. Seitenlage. Mit oder ohne Kissen ist jetzt wurscht. Unteres Knie angezogen. Bein weit nach vorne. Arm hoch und zurücklegen. Erst einmal hier länger bleiben. Hand umklappen. Zwei, drei Atemzüge nehmen. Dann einatmen, den Arm hoch, das Bein zurückführen, weit nach hinten und den Arm diagonal so weit nach vorne greifen, wie ihr könnt. Hier bleiben wir auch ein, zwei, drei Atemzüge. Diagonal auseinanderziehen. Immer erst den Arm einatmen, dann das Bein ausatmen, andere Richtung. Einatmen, hoch, ausatmen, wechseln. Einatmen, hoch, ausatmen, wechseln. Und nochmal. Schön weit, diagonal auseinanderziehen. Spürt da, wo könnt ihr das wahrnehmen? Und nochmal wechseln. Das ist das letzte Mal jetzt. Jawohl, kommt zur Mitte und dreht euch in Rückenlage. Gerne mit einem Kissen unterm Kopf. Kurzen Moment nachspüren. Wir strecken jetzt das rechte Bein lang am Boden aus. Drücken die Ferse weg vom Körper. Macht euch, verlängert das Bein von euch weg in den Raum, bringt es dann nach oben. Soweit ihr aktiv es nach oben bringen könnt. Und mit dem Ausatmen bringt ihr es nach unten bis zu 20% vom Boden. Atmet hier nochmal ein und lasst es dann ausatmend ganz los. Dann drückt ihr die Ferse wieder weg, verlängert euer Bein, bringt es langsam nach oben hoch, haltet hier aktiv, einatmen, ausatmen, runterbringen, verfolgt die Bewegung bis 20% vom Boden, hier nochmal einatmen und beim Ausatmen ganz absetzen, ganz schwer werden. Ein letztes Mal. Ferse ganz lang ziehen. Aus dem Körper herausschieben das Bein. Über einen Bogen nach oben, soweit wie es aktiv bekommt. Ausatmen, senken bis 20% vom Boden. Einatmen, ausatmen. Alles locker lassen, nachspüren. Wir heben das Bein ein letztes Mal, schlagen es jetzt aber über das andere Bein rüber. Ihr habt jetzt das rechte Bein über dem linken. Öffnet die Arme zur Seite und lasst beide Beine nach links fallen. Kopf nach rechts und so bleiben. Versucht das Becken zu entspannen, indem ihr den Bauchnabel nach innen zieht. Und lasst überall los. Arme, Brustkorb, Becken und Beine. Thank you.
löst die Verknotung hier unten auf und bringt die Beine zurück zur Mitte. Spürt kurz nach. Stellt die Füße wieder parallel auf. Das linke Bein streckt sich lang am Boden. Die Ferse drückt von euch weg. Ihr drückt sie noch weiter aus der Hüfte heraus, zieht das Bein lang und hebt es nach oben hoch, aktiv, so weit wie ihr könnt. Und mit dem nächsten Ausatmen bringt ihr das Bein runter, bis 20% vom Boden. Und dann nochmal einatmen und ausatmen, ablehnen. Zieht die Fußspitze an, verlängert das Bein in den Raum, zieht euch lang, macht einen großen Bogen, hebt das Bein hoch, aktiv, so weit wie ihr kommt. Beim nächsten Ausatmen senkt ihr das Bein, bis kurz vorm Boden, hier einatmen und bewusst ausatmen. Noch ein letztes Mal, schiebt die Ferse weg, macht euch lang, macht einen großen Bogen zu euch hin, halten und beim nächsten Ausatmen senken, bis kurz vorm Boden. Und mit noch einem letzten Ausatmen nach unten kurz nachspüren. Hebt das Bein nochmal und schlagt es direkt über das andere Bein. Wir haben jetzt das linke Bein über rechts, stellen die Fersen nah zum Gesäß ran, schlagen beide Beine nach rechts, Kopf nach links und lasst den Körper los. Alles entspannen. Vor allen Dingen das Becken und die Beine. Bauchnabel leicht nach innen ziehen. Hier unten lösen und zur Mitte zurückbewegen. Zieht beide Knie an, umfasst sie mit den Händen. Ihr könnt auch unten runter unter die Oberschenkel fassen, man muss nicht oben rüber fassen. Und dann macht ihr eine Kreisbewegung mit den Knien. Massiert euren unteren Rücken und spürt hinein, welche Teile den Boden berühren. Auch mal andersrum. Jawohl, dann streckt ihr nochmal beide Beine lang nach oben, öffnet beide Beine so weit ihr könnt und entweder legt ihr die Hände nach innen oder ihr stützt eure Beine von außen, je nachdem, was euch angenehmer ist. Wer gut gedehnt ist, kann innen hineinlegen. Wer sagt, nee, ich brauche ein bisschen Stütze, der legt außen. Versucht die Beine fast zu strecken, Fußspitzen wieder anziehen. Bleibt so weit nach außen, dass ihr es gut halten könnt, entweder mit den Händen außen oder innen nachgedrückt. Seid vorsichtig mit eurem Dehnreiz. Wenn die Beine zittern, dann gebt ein bisschen nach. Kopf schön gerade, nicht nach hinten überstrecken. Atmet in die Dehnung hinein. Nimmt die Hände zur Hilfe und schließt die Beine. Absenken. Jetzt dürft ihr die Beine strecken, Füße fallen entspannt nach außen, die Arme liegen etwas vom Körper. Oh. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mal kurz die Augen schließen. Lasst einfach mal den Körper tief in Richtung Boden sinken. Und spürt einfach nur mal nach, wie sich euer Körper jetzt anfühlt. Mit jedem Ausatmen lasst ihr einfach immer mehr los. Entspannt den Körper und sinkt in die Matte, in den Boden.
Nehmt einfach wahr, wie der Boden euch trägt und wie ihr komplett loslassen könnt, euer Gewicht in Richtung Boden ganz entspannt werdet. Und während euer Körper von alleine weiter entspannt, könnt ihr mit der Aufmerksamkeit in eure Füße gehen. Nimmt sie einfach nur wahr. Wie fühlen sich die Füße jetzt an? Von außen, von innen. Nimmt einen tiefen Atemzug und mit dem Ausatmen stellt euch vor, dass die Füße noch mehr entspannen können und loslassen können. Und während die Füße weiter entspannen, nehmt ihr eure Aufmerksamkeit in die Unterschenkel. Nehmt eure Schienbeine, eure Waden wahr. Wie liegen die Unterschenkel auf? Gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen rechts und links? Gibt es einen Unterschied zwischen innen und außen? Und mit dem nächsten Ausatmen lasst ihr auch die Unterschenkel los. Entspannt den unteren Bereich der Beine. Und während die Füße und die Unterschenkel weiter entspannen, geht ihr mit der Aufmerksamkeit in die Oberschenkel. Das ist schon eine ziemlich große Fläche. Versucht mal zu spüren, ob irgendwas von den Oberschenkeln aufliegt. Ob ihr mehr die Außenseite oder die Innenseiten spürt. Es ist auch okay, wenn man nichts spürt an bestimmten Bereichen des Körpers. Alles in Ordnung, lasst es einfach so. Und beim nächsten Ausatmen lasst ihr auch die Beine los. Samt den Oberschenkeln und geht mit der Aufmerksamkeit über die Hüfte in euren Bauch und unteren Rücken. Vielleicht könnt ihr die Atmung spüren. Beim Einatmen hebt sich die Bauchdecke. Beim Ausatmen senkt sich die Bauchdecke. Egal, was zum Vorschein kommt, auch wenn das vielleicht Druck ist oder irgendwas Unangenehmes, beobachtet es einfach nur, bewertet es nicht. Nimmt es freundlich an. Mit dem nächsten Ausatmen entspannt der Bauch und unteren Rücken. Und nimmt die Aufmerksamkeit mit dem nächsten Einatmen in den Brustkorb und in den oberen Rücken. Bis zu den Schulterblättern. Beim Einatmen könnt ihr vielleicht spüren, wie sich der Brustkorb ausdehnt, die Rippen heben und beim Ausatmen wieder senken. Spürt, wie die Schulterblätter sich dem Boden annähern. Bleibt mit der Aufmerksamkeit ganz in das Wahrnehmen des Körpers, ohne groß irgendwas zu bewerten. Und sollte mal euer Geist abschweifen, ist das okay und bringt ihn sanft einfach wieder zurück zu der Übung. Freut euch, dass ihr es bemerkt habt, dass euer Geist mal abwesend war. Und lasst dann mit der nächsten Ausatmung den Brustkorb los. Nehmt eure Schultern und Arme wahr. Bis hin zu den Händen und Fingern.
Spürt vielleicht die Handinnenseiten, Handrücken, wie sie aufliegen. Versucht die Schultern zu lockern. Und lasst auch jetzt die Arme los. Wandert mit der Aufmerksamkeit über den Nacken, der gerne mal verspannt ist. Der schmiegt sich jetzt einfach tiefer in Richtung Boden. Ihr könnt ganz locker werden im Nacken, im Hals. Und wandert mit der Aufmerksamkeit am Hinterkopf entlang. Spürt das Gewicht des Kopfes, der am Boden liegt. Und lasst auch hier nochmal los. Geht weiter bis über die Stirn, ins Gesicht und lasst alles locker. Man kann den Kiefer leicht öffnen. Nimmt eure Stirn, eure Wangen, euer Kinn wahr und lasst nochmal alles los. Jetzt habt ihr den ganzen Körper einmal durchgescannt und entspannt und jetzt könnt ihr euch als Ganzes nochmal wahrnehmen. Das Genießen, mal nichts tun zu müssen, nicht sein zu müssen. Einfach nur da zu sein, zu entspannen. Nehmt nochmal die Atmung wahr, wie sie kommt und geht. Und werdet dann langsam wieder euch bewusst, wo ihr seid. Nehmt die Umgebung wahr. Vielleicht spürt ihr ein bisschen die Luft an euren Füßen, an euren Händen, im Gesicht. Und wenn ihr soweit seid, dann bringt ihr die Aufmerksamkeit wieder hierher zurück. Und vielleicht wollt ihr euch recken und strecken. Oh. Die Augen öffnen, langsam die Beine aufstellen und euch über die Seite. Lasst euch Zeit und jeder nimmt sich die Zeit, die er braucht, um zurückzukommen. Ganz hier, wieder hier, in euren Raum, in diesem Raum. Bringt dann nochmal den Körper etwas aufrecht, sodass ihr erstmal wieder ankommen könnt. Stellt die Füße so ein bisschen nach vorne. Knie leicht angewinkelt, die Arme nochmal nach vorne, lasst nur den Kopf nochmal sinken, dass der Rücken nochmal einmal geschmeidig wird, spürt noch einmal nach. Rollt dann Wirbel für Wirbel auf. Jawohl, jetzt seid ihr zwar total entspannt, aber es wäre super, wenn ihr vielleicht nachgehend uns auch nochmal bewertet, wie ihr unsere Stunden trotzdem Badminton findet. Wir, genau, da ist schon der Link. Da könnt ihr auf Flamapol eure Bewertung abgeben. Es wäre super, wenn ihr das macht. Dann können wir uns immer weiter verbessern und können nochmal gucken, was hat euch gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen. Mir bleibt jetzt nur nochmal Danke zu sagen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr die Aufmerksamkeit hier hattet. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss, tschüss, tschüss. Danke. Danke, Ele. Danke für die Entspannung. Danke, Ele.